Das Sprichwort, die Kuh muss vom Eis geholt werden, bekommt nun eine ganz neue Bedeutung. Sie wollen das gewissermaßen gemeinsam anpacken. Eiskunstlaufpaar Annika Hocke und Robert Kunkel holen sich für ihr Kurzprogramm die Unterstützung von niemand Geringerem als von Aljona Savchenko höchstpersönlich. Eine Olympiasiegerin im Paarlaufen haben wir eben nur einmal, haben wir uns gedacht, das muss eigentlich natürlich genutzt werden und man kann sich so viel von ihr abschauen und so viel von ihr lernen. Aljona Savchenko. Gebrochen ist das Eis schon längst, denn kennen tun sie sich schon seit Ewigkeiten. Als Savchenko olympisches Gold in Pyeongchang gewann, war Annika das erste Mal als 17 Jahre alte Schülerin als Teilnehmerin dabei. Mitten im Allgäu, im schönen Oberstdorf, soll nun die Zusammenarbeit der drei beginnen. Lief eigentlich sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht und ist auch wirklich was sehr Cooles, Innovatives und hoffentlich auch Neues entstanden. Auch wenn vieles ausprobiert und neu einstudiert wurde, nur um dann wieder verworfen zu werden, zieht die Olympiasiegerin nach den ersten Stunden auf dem Eis stolz ihr Fazit. So, ich bin sehr überrascht, zufrieden. Klar, es ist immer Arbeit und viel Arbeit, aber wir haben, denke ich mal, sehr gut gearbeitet und viel geschafft. Und das in der kurzen Zeit. Knapp 10 Tage wird am Olympiastützpunkt in Bayern hart gearbeitet und an der Choreo geschraubt. Da wird schon mal die ein oder andere Nachtschicht eingelegt. Teilweise bis 23 Uhr waren wir auf dem Eis. Man merkt, dass beide auf jeden Fall sehr viel Künstler an beiden steckt. Wir haben sehr viel gemacht. Das Ergebnis lässt sich aber sehen. Wegen der Corona-Einschränkungen werden einige Aufwärmungen und Übungen nach draußen verlegt. Doch Annika und Robert profitieren von der Erfahrung und dem Know-how der Ausnahmeathletin Savchenko. Die Präsenz, die sie auf dem Eis hat, ist eine ganz andere als bei den meisten Paarläuferinnen und generell bei den meisten Eiskunstläufern. Also man weiß einfach, Aljona ist da. Und auch die Trainerin ist von ihren Schützlingen überzeugt. Es ist stark, also die müssen nur halt arbeiten, hart arbeiten und werden alles erreichen, was die wollen. Der erste Schritt ist bereits gemacht. Jetzt soll es natürlich genauso stark weitergehen. Ja, wir hoffen, dass sie dann vielleicht auch mal ein paar Tage nach Berlin kommen kann und uns weiterhin eben auch für die Elemente Tipps gibt. Jetzt geht es darum, die Choreografie zu perfektionieren. Wann sie gezeigt wird, ist noch unklar. Man hofft auf die Europameisterschaften im Januar im nächsten Jahr. Bis dahin ist ja noch Zeit. Und um die Kühe muss man sich dann auch nicht mehr kümmern.